Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal waren wir im Cowgirl-Bereich, da haben wir uns ein bisschen dösig angestellt, aber es war trotzdem ein sehr cooler Bereich. Und heute geht's an eine Kochshow, das Fest der Leckereien. Bin ich schon gespannt, was es Leckeres zu essen gibt. Auf zur Bühne! Peach Time. Oh, hier findet ein Naschfest statt. Hier werden Leckereien zubereitet und alle dürfen sich damit den Bauch vollschlagen. Jetzt kriege ich Hunger. Die Cupcakes kann ich anstrahlen. Nirgendwo in Schurke zu sehen. Gehen wir zum Tor. Das Festival wird dort eröffnet. Erstmal umschauen. Hier ist bestimmt mindestens noch ein weiterer Cupcake. Okay. Komplett einmal umgeschaut. Nein, lass die Leckerei hier. Das war der erste Stern. Ich will das essen. Sie klauen die ganzen Leckereien. Ich dachte mir schon, dass ich hier dran hindern musste, mit dem Zeug abzuhauen. Aber dass ich direkt die Schleife bekomme, war unerwartet. Garten. Ah, ich soll in den Garten. Bisher habe ich noch nichts verpasst. Oh, darf ich mal probieren? Ich habe das Weizen fertig gemacht. Als nächstes hier nehme ich an. Weizen und Erdbeeren. Ich sehe den Stern. So, ich mal wieder alles ab und dann wäre ich ja für null belohnt. Ich habe das Gefühl, da drin würde ich jetzt gleich das Power-Up bekommen. Also das Kostüm. Ja, da ist es auch. Jetzt wird gekocht. Eine Patissiere. Ich kann nicht B drücken. Muss ich hier nichts backen? Möge die Kochshow beginnen. Okay. Oh nee.
Steuerung. Drücke wiederholt B und höre rechtzeitig auf, damit die Kekse gelingen. Nicht zu viel rühren. Da, lecker, lecker. Okay, ich verstehe, wie es funktioniert. Sobald es aufleuchtet, habe ich die Kekse. Oh, so habe ich sogar wesentlich mehr. Ich muss warten, bis es richtig leuchtet. Warte, dann starte ich nochmal von vorne, am besten. Weil ich glaube, ich habe dann schon reingepfiffen. Nächsten. Falls das jetzt nicht ausreicht, starte ich von neu. Komm zurück! Ne, wir starten von vorn. Wir sehen uns hier nochmal wieder. So, Leute, ich bin jetzt wieder hier an der Stelle. Wir merken uns, wenn das Zeug leuchtet, dann ist es perfekt. Und am besten, wir laufen zu den Köchen, weil da bekamen wir die richtig geilen Kekse. Also immer gucken, bis es so bunt ist und dann abgeben. So, ich konzentriere mich hier gerade, damit ich nicht reinpfeife. So, hier kannst du direkt mitnehmen. Immer zu denen laufen. Ich glaube, ich habe es jetzt schon geschafft. Nicht weglaufen. Du musst was mitnehmen. Nein, ich konnte die Kekse nicht mehr mitgeben. Aber wir haben die Leiste diesmal oben voll gekriegt. Ich wusste halt am Anfang nicht, bis wie weit darf ich das machen. War das Problem. Ich denke mal, ich habe die Maximale hier mitgenommen. Ich schätze ja mehr Qualität als Quantität. Oh, hier ist die Leuchtstelle. Oder auch nicht. Nee, hier ist sie. Hier ist die Posenstelle. Ich hab Kekse für euch. Jetzt darf ich wahrscheinlich dasselbe nochmal machen, nochmal backen. Okay.
Okay, wenn ich wieder eine Testsequenz bekomme, dann lasse ich das erst einmal komplett eskalieren. Ich habe übrigens gemerkt, wenn man Herzen bekommt und schon voll ist, dann kriegt man richtig viele Münzen. Ich muss die nur dekorieren. Okay, ich sehe, wie es funktioniert. Das könnte relativ einfach tatsächlich sein. Einfach im Kreis. Ist offenbar auch völlig egal, wenn ich mal daneben kleckse. Also eigentlich kann ich die Taste einfach gedrückt halten. Habe ich? Ach, ich habe die Spitzen nicht. Ich dachte, ich hätte die Spitzen getroffen. Die Spitzen sind ja echt gemein gewesen. So, eine Torte haben wir, glaube ich, noch vor uns. Oh nee. Ich glaube, jetzt habe ich's. Oh, ich muss noch eine. Ich hoffe, die kriege ich rechtzeitig fertig. Oh, gerade noch fertig bekommen. Gerade so. Das war knapp. Da fehlt noch einer. Hallo, ich habe alle fertig gekriegt. Oder kriege ich vielleicht gleich noch einen Stern? Nee, ich kriege jetzt nicht noch einen weiteren Stern. Das war irgendwie das Einfachste und Schwerste zugleich. Also es war stressig. Aber irgendwie war es das Einfachste bisher. Weil ich musste nur kämpfen. Und vor allen Dingen musste ich kaum suchen. So, wir haben das vierte hier in dem Bereich jetzt fertig. Was hat jetzt mit dem Teil in der Mitte auf sich? Also ich dachte mir schon, dass hier jetzt eine Sequenz kommt, deswegen hatte ich mich aus dem Bilddreck gepackt. Aber was auch immer es mit dieser mysteriösen Tür auf sich hat, das werden wir uns erst beim nächsten Mal anschauen. Wir können ja noch gucken, restliche Kleider hier hinten kaufen. Beziehungsweise Schleifchen.
Na, ja, da fehlen noch 60, dann kann ich hier die letzte Schleifchen kaufen. Ich finde, grün steht dir mehr. Können uns ja das neue Kleid noch mal eben angucken. Hat was? Ich finde, die grüne und die weiße Schleife passen hier richtig gut. Ja, damit haben wir die Partyserie abgeschlossen. Bisher hat mir der Ninja am meisten gefallen, auf jeden Fall. Aber da kommen ja noch ein paar Kostüme. Mir kommt das nur so vor, als wäre das Spiel ein bisschen kurz. Guck mal, wir scheinen offenbar jetzt schon fast die Hälfte aller Sequenzen zu haben. Also mir kommt das Spiel wirklich kurz vor. Eventuell kriegt ihr das Spiel einfach in einem Rutsch direkt. Wenn das wirklich so kurz ist. Naja, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr mit der heutigen Show Spaß hattet. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann!